Hallo, toll, dass du wieder eingeschaltet hast. Bevor ich jetzt das Video komplett starte, werde ich erstmal vorab sagen, sorry, wenn ihr dieses Gezwitscher dauernd hört. Das sind nämlich Vögel, die wir gerade, weil ich bei jemandem zu Besuch bin. Also, wie ihr schon am Titel gelesen habt, geht es heute Fakten über EOS. Ich habe persönlich auch ein EOS, und zwar die Sorte Blueberry. Und ich habe mir so vier Fakten mal rausgesucht. Fakt 1, also das ist jetzt allgemein. Es hat insgesamt 5 € gekostet ungefähr und stammt aus Amerika. Also die EOS wurden in Amerika erfunden, also hergestellt. Fakt 2, also das sind jetzt wirklich keine Fakten eigentlich, das sind einfach nur allgemeine Informationen. Also es gibt insgesamt 7 oder 8 Sorten. Und das gibt es einmal so ein Strawberry, Sweet oder so. Dann gibt es Sweet Mint, Summer Fruit, Blueberry, Passionsfrucht oder so. Und ja, also die habe ich mir jetzt nur alle gemerkt. Dann es gibt noch einige. Und ja, also ich finde diese EOS sind ja so in einer Plastikform. Und ich finde, die sind mir schon öfters runtergefallen und die sind nicht so richtig kaputt gegangen. Eigentlich, sie sind standfest aus Plastik, halten gut und ja, ich finde, die gehen nicht so schnell kaputt. Ich finde die auch mega süß, wenn ich sie so auf die Lippen auftrage und alles. Das finde ich so cute. Und ja, ich finde, sie sind gut haltbar, gehen nicht so schnell kaputt. Und die letzten Tage, die vorletzten Tage, waren ja sehr, sehr heiß. Und ich hatte mega Angst, dass mein EOS schmilzt. Aber nein, das hat mich auch sehr gewundert. Die sind sehr fest, schmelzen nicht sofort. Also ich habe jetzt gedacht, das ist so eine Art wie Vaseline und das schmilzt jetzt auch schnell. Aber es war eigentlich sehr standfest. Und ja, sie haben null Farbe, falls man das sieht. Und sind eigentlich meiner Meinung nach so fast wie Vaseline. Also ich finde diese EOS mega cool. Man kann viele DIYs mit denen machen. Und ja, ich finde die allgemein sehr cool. Sie sind süß, klein, kann man überall immer mittragen. Und ich finde die auch sehr praktisch. Die kann man so einfach in die Hosentasche oder in die Tasche. Die nehmen ja nicht viel Platz weg, so ein mini kleines Ei. Und ich finde die auch mega süß. Nur ich wundere mich, wenn das mal leer ist, muss man das mit dem Finger oder. Ich denke mal, dass es da irgendwann aufhören wird. Und falls ihr wollt, dass ich mal ein EOS DIY macht, dann zeigt es mir mit einem Daumen nach oben oder lasst ein Abo da. Würde mich natürlich auch mega freuen. Und ja, dann würde ich sagen, tschüss, bis zum nächsten Mal.